Ja, Sascha, du kennst ja, du warst ja selber Sportler, du kennst Sportler, nach jeder Niederlage sind sie nicht zufrieden. Die Jungs sind auch enttäuscht, dass wir heute verloren haben. Aber wenn wir zurückblicken, das ist jetzt schwierig vielleicht, das objektiv anzuschauen, aber morgen, wenn wir zurückschauen, was die Mannschaft alles erreicht hat, die Zielvorgaben, die wir bekommen haben, erfüllt haben und noch darüber hinaus, ja, die können sich wirklich auf die Schulter klopfen und sehr stolz sein. Ja, schwer das Ganze zusammenzufassen, so kurz nach einer doch schmerzhaften Niederlage. Unser Ziel vor der WM, als wir uns zusammengesetzt haben, war, dass wir gesagt haben, unser Ziel muss es sein, am Ende nicht gehen zu wollen. Dass die Gruppe so gut ist und dass es so Spaß gemacht hat, dass wir uns eigentlich nicht voneinander trennen wollen. Ich denke, das Ziel, muss man sagen, haben wir ganz klar erreicht. Natürlich ist ein bitterer Beigeschmack dabei. Ich glaube, sonst würden wir keine Athleten und keine Profisportler sein, wenn man das Spiel einfach herschenkt. Und vielleicht das Positive mitzunehmen ist, dass wir es selber verschenkt haben. Ich glaube nicht, dass die Kanadier heute besser waren. Wir haben leichtsinnige Fehler gemacht und die werden irgendwann bestraft auf dem Niveau. Deswegen, wir können, glaube ich, viel Positives hier raus mitnehmen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir nicht das letzte Mal in so einer Position. Ja, keine Ahnung. Wir waren einfach eine richtig geile Familie. Was glaube ich, bezeichnend war, war diese coole Gang, die wir da hatten, die alle ins Eisbad gegangen sind. Wir haben den See zu unserem See gemacht. Wir haben den besiegt und gestern war drei Viertel der Mannschaft mit dabei. Das schweißt natürlich nochmal richtig zusammen und so, glaube ich, beschreibt man das Mannschaftsgefüge relativ gut hier.